Guck, hoho, guck doch mal, da ist die Monika schon wieder da. Weil es gibt einen ganz bestimmten Grund, warum Monika da ist. Ich habe sie gestern angerufen und habe gesagt, Monika, sitzt du? Wie, warum sitzt du? Ja, ganz einfach, eine deutsche Frauenzeitschrift möchte einen kleinen Bericht über unsere Story machen. Ja, und jetzt haben wir heute Fotos gemacht, ganz viele mit Perücke und mit Dingens und mit Hut und mit Kappe und mit ohne und mit und überhaupt. Und haben wir gesagt, das wollen wir euch kurz berichten. Wenn das Heft draußen ist, halte ich das natürlich dann auch nochmal in die Kamera. Aber ich denke mal, Monika, in den letzten paar Tagen ist bei dir eine ganze Menge passiert, oder? Ja, es war total aufregend alles gewesen. Und auch als Michaela mir geschrieben hat, dass das Video jetzt on ist, dann habe ich das natürlich auch direkt meinen vier Töchtern angeschickt. Und, war dir das komisch anzuklicken nach dem Motto, oh, mache ich das jetzt, gucke ich mir das an oder nicht? Oder? Nee, eigentlich nicht, aber ich habe zuerst die Kommentare gelesen und war ganz überrascht, dass die Leute da alle drunter geschrieben haben, was ich für eine Mimik habe. Hm. Ich denke eigentlich immer, dass ich überhaupt keine Mimik habe. Okay. Aber das stimmt überhaupt nicht. Und ich war von mir selber überrascht, wie ich da so in der Kamera wirke, also reden und so, da kenne ich mich jetzt schon. Aber dass ich wirklich so eine Mimik habe, das hätte ich nie gedacht. Mhm. Und bin wirklich sehr dankbar und freue mich sehr über die positiven und netten und schönen und lieben Kommentare. Total schön. Das ist wirklich total schön und vielen, vielen Dank. Und das freut mich sehr, dass es euch gefallen hat und dass ihr auch vielleicht irgendwie davon was mitnehmen könnt. Ja. Und jetzt haben wir für den heutigen Fototermin, die wollten unbedingt mit Perücke, obwohl Monika sagt, ich gehe nicht mit Perücke. Geh mal ganz klein bisschen zurück, dass man sieht die Länge oder auch noch so ein bisschen hoch. Ne? Also die Haare sind schon ein bisschen lang. Und so hast du die Haare früher getragen. Ja, etwas länger. Aber würdest du jetzt mit dieser Perücke draußen rumlaufen lassen? Nein. Komm dann. Machst du noch mal für lieber uns. Ab. So. Ah, so, und das ist die Monika, oder? Ja. Viel angenehmer. Ja, viel, auch irgendwie, ja, so mehr Typ. So mit Perücke sieht es irgendwie, finde ich, ein bisschen langweilig aus. 0815, wie ich in dem anderen Video gesagt habe. So wie alle anderen Frauen. Ja, genau. Das geht blöde, doch gar nicht, oder? Blöde Haare. Nee, was wollen wir mit Haaren, oder? Ja, genau. In diesem Sinne, ich unterrichte euch, sobald das Heft draußen ist, wird ungefähr in 4-5 Wochen so sein, dann halten wir das nochmal in die Kamera. Die Monika, ne? Die tolle Frau hier. Ja, Autogramm das später. Hat sie jetzt davon. Tschüss. Tschüss.